Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Channel Game Accounts. Heute mal wieder mit einer neuen Ausgabe der Channel News, denn es gibt einiges so an Topics zu bespressen, die es in dieser Channel News hier abklappern müsste. Ist eigentlich gar nicht so krass viel, weshalb ich gleich drauf losrede. Die erste Sache ist ein Zugemiss, dass die letzten Wochen über kaum was kam. Mit letzter Woche, was war es eigentlich gerade zusammen? Mit letzter Woche meins, vor allem Mai. Lag an den verschiedensten Gründen. Ich hatte da Schüleraustausch, also ich war da im Frankreich. Mein Austauschpartner war auch hier, war sehr schön tatsächlich. Hat sehr viel Spaß gemacht, hat aber während der Zeit keine Zeit für YouTube. Leider. Hat aber trotzdem viel Spaß gemacht, vor allem ein Frankreich-Austausch. Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, von eurer Schule aus einen Austausch zu machen, nehmt da teil. Weil da knüpft ihr erst Freundschaften fürs Leben, hoffentlich am optimalsten. Also ich habe vor, mit meinem Austauschpartner noch weiter in Kontakt zu bleiben. Grüße gehen raus an das, falls du mein Video schauen solltest. Hab nämlich auch noch meine YouTube-Channel am Ende gezeigt. Auf jeden Fall, Austausch ist eine geile Sache. Macht es, wenn ihr irgendwie könnt. So. War aber nicht nur Austausch, zwei von nämlich gerade schon ab. Urlaub war auch noch. Ist ja nicht ein paar Wochen her, aber wie halt Ferien waren, war es noch ein Urlaub. Da war das, wie es im Teil dieses Sausage Crafted World kam. Hatte es, während ich im Urlaub war. Da selbst ein kleines bisschen was voraufgenommen. Was da eben auch kam, aber dann beim Austausch einfach nicht mehr gereistet halt. Deshalb kam leider jetzt nichts die letzten Wochen. Jetzt ist aber Austauschen alles vorbei. Und hier fällt gerade mein halbes Setup runter. Was ein bisschen ungünstig ist, während ich fahre. Was ja ein bisschen zickig ist, wenn ich einfach so hier irgendwie probieren muss zu improvisieren. Weil mein Mikrofonarm kracht immer ab, ich muss das mal dringend ersetzen. Und das jetzt nächste Runde wieder aufbauen. ja. Aber wie gesagt, jetzt geht's weiter, habt nämlich wieder einen festen Ablaufplan. Wo drin steht, wann ich was streame und so weiter. Oder wann ich generell Videos mache und ich schaue, dass ich den Updates wirklich aktuell halte und die Videos auch so in Uhrzeiten bringe. Die Channel-News hier sollte ich zum Beispiel um 15 Uhr sehen. Kann jetzt sein, ist heute am ersten Tag, dass wegen der Verarbeitung von YouTube und allem drum und dran noch ein bisschen länger dauert. Aber generell zukünftig soll es wieder so sein, dass es regulär alles kommt. Soweit zumindest meine Hoffnung. Ob das dann auch sein haut, ich weiß es noch nicht. Ich hoffe es, ich bemühe mich wirklich, dass jetzt regelmäßig die Videos kommen, aber ich kann halt nichts verspressen. Das hängt einfach davon ab, wie es mit Schule so läuft, weil das auch immer so ein schönes Kriterium bei mir. Was ist das eigentlich? Schule ist derbe anstrengend derzeit, wir machen viel. Das haue aber wie gesagt trotzdem immer, wenn ich Zeit habe, dass ich dann Videos produziere, damit ihr es eben auch bekommt. Weil auch wenn die Aufrufzahlen immer noch nicht so gut sind, das merkt man, weil ein Teil von meiner erstes Crafted World halt weder ein Like noch ein Dislike hat. Also halt aber auch kein Like. Was ein bisschen traurig ist, aber ich habe es schon öfter gesagt, ich achte auf die Zahlen nicht, würde es nochmal Aufrufzahlen gehen, Like-Zahlen gehen, hätte es längst Dis gemacht, weil die im Verhältnis zu meinen Abonnenten überhaupt nichts. Also nix. Aber mir geht es einfach um Spaß, den ich hier mit der Community habe und der ist einfach da. Und deshalb ist auch die Motivation dafür da. Deshalb mache ich das alles ja auch gerade so motiviert und bin dabei und alles drum und dran. Ja, ich denke aber, dass es da in den nächsten Wochen auch nichts ändern sollte. Das eben nur, damit ihr was mal wisst. Es geht jetzt in der nächsten Zeit weiter und hoffentlich wieder bergauf mit den Videos und Livestreams. Wir werden auch das Labo-Zeug in den Ferien aufbauen. Zu den Ferien aber gleich noch mehr, weil da passiert noch mehr geil ist. Das aber dann ein paar Runden mehr, weil ich habe mir ein paar Sachen notiert, die ich abklappern müsste. Ja, und da machen wir immer nachher noch weiter. Bleiben vielleicht noch beim Thema Livestreams und Videos, so bei Projekten ist ein gutes Thema für jetzt nämlich. Ich hatte ja gesagt, dass ich mich mehr jetzt auf Livestreams konzentrieren müsste. Möchte es auch weiterhin, ich müsste einmal tags streamen. Hab es aber trotz insoweit wieder umgeschlossen, dass man 1 bis 2 Videos am Tag immer noch bringen möchte. So ist es so den abends Livestream. Weil das nehme ich alles meistens am Wochenende vor, also das ist das Problem. Ich habe die Zeit dafür und dann wieso nicht. Es war auch wenn es kaum Aufrufe hat, da darum soll es mir nicht gehen, dachte ich, und dann kann ich das auch machen. Aber wieso nicht? Macht es einfach deshalb wieder Spaß, Videos zu produzieren.
gab auch eben Phasen, wo es mir Spaß gemacht hat, aber ist ja bei jedem so. Jeder hat mal Spaß an der Sache und mal nicht, das ist nichts Neues. Aber da habe ich es halt davon nicht unterkriegen lassen von all dem, sondern Augen zu und Durst und ich habe Ehrgeiz, wenn ich nur will. Tust du das cool, das wird meistens leider nicht beweisen. Habe ich aber theoretisch einen Ehrgeiz und den habe ich jetzt auch hier. Und deshalb bin ich ganz positiv und das war gerade dumm von mir. Dass die Sache läuft. Und dementsprechend auch ein Let's Play-Projekt hin. Animal Crossing wird als Stream weitergehen. Ich will jetzt in alle durchgehen. Tom und das live in Videoform. Das Haus, dass ich wirklich täglich springe. Weil sonst macht das Spiel keinen Sinn. Tom und das live soll auch gesagt, eure Mies können nämlich dazu. Dazu wollte ich nämlich noch ein bisschen was erwähnen. Für die, die es dort mitbekommen haben, ist Let's Player derzeit Tom und das live. Und eure Mies können da gerne mit rein. Werde ich auch noch was dazu sagen, in dem Part, der heute sogar online kommt, vermutlich so gegen 18 Uhr, erklärst du mal, wie das funktioniert, wie ihr über eure Mies zusacken könnt. Scheiße, ey. Was ist denn hier los? Und wie eure Mies mit rein können in den ganzen Spaß. Sodass, eben eure Mies auch mit drin sind. Ich glaube, dann wird das Projekt sehr viel lustiger und auch persönlicher, wenn eure eigenen Mies da mitkommen. Ich meine, ist ja schon viel krasses passiert. Ich bin ja in Tomodachi selbst zum Beispiel mit Kröte verheiratet, wenn mich das mal alles täuscht. Und so war Sophie ist ja auch ein drin, Tomodachi Live, genauso wie hier Mr. Cookie. Also ein paar Stammzuschauer sind in dem Space drin. Und alle, die jetzt neu dazugekommen sind in den letzten Wochen, könnt gerne auch reinkommen. In Tomodachi Live, wenn ihr wollt. Einfach nur euren MicroR-Code mishacken. Ich denke, das ist mal keine so große Sache. Erkläre es da aber in den Videos auch nochmal genauer, wie das funktioniert. Fünfter ist doch ganz in Ordnung. Läuft wird es. Also, das heißt in Ordnung. Es ist nicht so gut, aber Leute, zu meiner Verteidigung sei gesagt, ich fahre immer noch mit diesem Drecksding hier, weil ich immer noch so faul bin, meinen Pro-Controller zu laden. Deshalb am besten einfach erst gar nicht wundern und nicht weiter hinterfragen. Ja, dann funktioniert das auch. Also, weitere Display-Projekte, ich will das gesehen abschließen, weil ich noch so weitere Sachen sagen wollte. Splatoon, klar, weiter in das Livestream, genauso wie Mario Kart, Mario Maker. Offline ist ja 3DS, online ist Wii U Version. Bleibt so alles so, wie es ist, also halt die offenen Projekte. Joseph's Crafty World, machst das Videoform weiter, willst du auch relativ bald beenden und dann mit den, Team Sonic Racing starten danach. Also ich habe ein bisschen was im Petto, was ich jetzt wirklich machen möchte und das durchziehen möchte, damit das läuft. Channel Lewis kommt ab jetzt wirklich so, dass ich jeden Montag raushau, um euch aktuelle Informationen zu geben. Und ich will das jetzt wirklich durchziehen. Ich weiß, ich habe das schon oft gesagt. Aber ich meine es im Ernst, weil das Futter neigt sich langsam zum Ende. Das heißt, ich habe jetzt mehr Zeit. Und irgendwo finde ich dann schon mal eine halbe Stunde dazu, das zu machen. Das ist klar. Weil ich will das jetzt wirklich durchziehen hier und alles. Ihr habt mein Versprechen, dass das jetzt hinhaut. Weil jetzt Sommer 3, da sage ich gleich, was in Games kommt, das wird eh alles so legit, wird so geil werden. Darauf freue ich mich schon richtig, dauert alles auch nicht mehr lang. Also Hype ist definitiv da auf die nächste Zeit. Ja, E3 ist die nächste Sache, die ich anspressen müsste. Auch wichtige Sache, die ich anspressen müsste. Fällt gerade auf, dass ich sie einfach über die Katze in den drüber lade, weil eigentlich wollte ich das da rauscutten, die es wissen sehen. Aber ich habe jetzt, weil ich das online gewöhnt bin, munter einfach durch die Streams gewöhnt bin, weil ich es ja nicht cutten kann, munter drüber gelabert. Ich hoffe, dass ich nächste Runde dran denke. Das heißt, ich werde das Hörks nicht draußen beenden, was sein. Jetzt bleibt mal nichts anderes übrig. So ein Mist, ey. Glaubt mir alle, dass ich es schneide, weil ich es rausgeschnitten habe, weil ich drüber geredet habe, ey. Supi. Ja, Thema E3, ne? Das wird geil. Ich habe Ferien während der E3. Das heißt, ich werde jegliche Präsentation livestreamen, die es gibt. Dazu kommt nochmal ein extra Info-Video, die Tage richtig aufwendig. Werd auch fast immer, dadurch, dass Ferien habt, einen Kumpel dabei haben, der zusammen mit mir kommentiert. Ich bin wieder in meinem tollen E3-Studio, was ist extra für die E3-Aufbau. Also das wird heftig werden. Ja, wir werden alle Streams erzählen, kommentieren. Das wird eine super Sache. Leider können wir nicht selbst vor Ort sein. Es geht halt einfach nicht, da wir sind doch viel zu klein. Also von der Kanalgröße her und habe auch hätten auch nicht die finanziellen Möglichkeiten, ne? Weil allein Ticket zu E3 kostet so einen Haufen Geld. Ich frage dann von Flug und Unterkunft, alles in Los Angeles, zu E3 ist halt vor allem. Gamescom ist ja was anderes, da sind wir auch wieder da und alles, sag ich jetzt auch mal anders mehr dazu. Ja, E3 wird geil, ne? Wir werden uns alle Präsentationen anschauen, werde nochmal ein exklusives extra Video demnächst raushauen, wann es, wo ich erkläre, wann alle Präsentationen sind.
Planmäßig werden wir alle anschauen. Wenn es Überschneidungen gibt, werden wir wenn zum Beispiel es im einen Tag irgendwie Microsoft und noch irgendwie eine kleinere Firma macht, werde ich mir live die Microsoft-Präsentation anschauen und die von der kleineren Firma halt im Nachhinein. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass wir am Ende alle gesehen haben, also ich werde wirklich sehr, sehr viel streamen in der Woche oder in ein paar Tagen, wo die E3 ist. Das wird fett. Ich hoffe, ihr seid dabei, wenn ihr Fern habt und auch sonst. Und genießt mit die E3, weil die Tettel wird ja wieder einen fetten Auftritt haben. Worauf wir uns definitiv freuen können. Genau, soviel zu E3 und soviel auch zu den heutigen Sandy-News eigentlich ist. Denn ich hab, die war jetzt nicht so krass lang, jetzt in Minuten, aber es hat eigentlich alles gesagt, was jetzt soweit wichtig ist. Es gibt noch ein paar andere Themen, aber die stopfe ich dann nächste Woche in den Sandy-News. Die einzelnen Sandy-News-Episoden sind nicht so lang. Aber dafür machen wir es jetzt ja immer wöchentlich. Und dann gibt's nächste Woche die nächsten News. So in etwa habe ich es gedacht. Ja, das war's mit der News. Bedanke mich ganz herzlich beim Zuschauen. Eure Meinung zu allem wie immer in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.